Herzlich willkommen. Morgen ist es soweit. Morgen beginnt die AMC Black Week 2021. Unsere tollen Angebote stelle ich euch dann gleich vor. Und mit einem ganz neuen Produkt koche ich heute auch. Und das wird es dann auch regulär im Verkauf geben, aber in den nächsten 2 Wochen in einer Top-Aktion. Ein kleiner Wok, nicht so groß wie der ganz große bei uns mit 36 cm, sondern mit 32 cm Durchmesser. Ganz toll geeignet auf jedem Herd. Ganz toll natürlich auch geeignet am AMC Navigenio. Das heißt, man kann überall damit kochen. Da gibt es aber noch einiges an Goodies extra dazu. Mit dem kochen wir heute. Unter anderem gibt es auch ein neues Gewürzset. Das besteht aus 3 Gewürzen. Das ist das sogenannte Asia-Gewürzset. Da gibt es zum einen drinnen das AMC Exotica. Ein ganz, ganz tolles, intensives Gewürz, das wir schon öfter hatten. Dann das Red Delight. Mit dem werde ich heute eine Speise auch zubereiten. Und das dritte neue Gewürz, das ist wirklich eine Geschmacksexplosion, das AMC Umami. Ab sofort auch im Verkauf erhältlich, in dieser Aktion mit diesem Wok, auch mit dem Audiotherm übrigens auch als Aktion erhältlich. Sandoku-Messer spielt auch noch eine Rolle dabei und auch der Navigenio darunter. Ich beginne mit meiner ersten Speise. Für die, die sich interessieren, alle Rezepte dazu gibt es auch in einem Folder zu den neuen Gewürzen. Da sind auch die ganzen tollen Rezepte drinnen. Wir kochen heute 2 Speisen. Wir machen 2 asiatische Gerichte, beide frittiert heute im Wok. Möchte gleich dazu sagen, in einer Woche koche ich dann noch einmal asiatisch. Da gibt es dann klassische Wok-Gerichte mit Anbraten, mit Aufgießen, mit Garen lassen. Und in 10 Tagen dann zum Abschluss auch noch einmal ein drittes Kochen mit traditioneller österreichischer Küche. Die erste Speise, die ich vorbereite, ist Bakora. Bakora, dazu habe ich hier vorbereitet Brokkoli und Kaffeeolröschen, klein und fein geschnitten. Wissen wir ja auch aus meinen anderen Kochen, sehr intensiv und sehr vitaminreich. Die werden dann einpaniert werden, das heißt, ich brauche dazu eine Panade. Und für die Panade, die ist ganz einfach zubereitet, einen 1/4 Liter Wasser, etwas Salz dazu. Dann kommt noch dazu etwas von unseren Gewürzen, und zwar ich gebe ein bisschen Pepper Trio dazu. Das gibt es schon länger bei uns, ist aber sagenhaft gut. Ist ein wirklich reines Pfeffergewürz. Und ich gebe auch ein bisschen von dem Exotica noch dazu als Gewürz. Und dann habe ich hier bereits vorbereitet in einer kleinen Schale 150 Gramm Kichererbsenmehl und ein halbes Backerl Backpulver in etwa. Das wird jetzt hier eingerührt dann und zu einem glatten Teig verrührt und geknetet. Damit werden wir dann die Brokkoli und die Kaffeeol panieren. Und die werden dann im Öl schwimmend im Wok herausgebraten. Und so wie bei jedem AMC-Geschirr haben wir hier wieder den Riesenvorteil Temperaturkontrolle. Das heißt, auch dieser neue Wok hat ein Thermometer drauf. Wir können auf Grad Celsius genau bestimmen, wie warm das Öl da drinnen ist. Wir verbrennen es nicht, wir überhitzen es nicht. Das heißt, ihr seht schon, diese Masse ist vorbereitet. Die brauche ich jetzt dann, wie gesagt, gleich zum Einpanieren für die Kaffeeol und für die Brokkoli. Und wir machen uns auch einen Dip dazu, zu dieser Bakora, und zwar einen ganz einfachen Dip. Da habe ich hier ganz einfach Joghurt. Wo ich das reingebe, ist eine AMC-Rührschüssel, das kennt sicher alle, eines von unseren Partygeschenken. Dann habe ich hier Tahini, also Sesampaste, das sind jetzt, entspricht ungefähr 4 Esslöffeln. Dann kommt hier noch dazu der Saft einer Limette, die halbiere ich mir einfach mit dem Sandoku-Messer und träufle den Saft dazu. Und was auch noch reinkommt, damit es Geschmack, damit es Gewürz bekommt, ist jetzt wieder unser AMC Exotica. Ein relativ feuriges Gewürz, damit wir dann auch ein bisschen Schärfe in dem Ganzen drinnen haben. Ich rühre das Ganze durch. Und es gibt jetzt dann einen feurigen Dip zu unserem panierten Brokkoli und zum Kaffeeol dazu. Während ich jetzt den Teig noch ein bisschen rühre, ihr seid sicher neugierig, dürfen wir euch jetzt gleich einmal die 2 Black Week Angebote vorstellen, die den Wok betreffen. Also, film ab! Und das ist unsere Black Week Aktion 2021, gültig ab dem 22. November bis einschließlich 6. Dezember. Bestehend aus dem neuen Wok 32 cm, mit dem ich gekocht habe, etwas kleiner als der Original Wok. Dazu in diesem Set-Angebot das neue Asia-Gewürz-Set, das Sandoku-Messer Big, der Audiotherm Smart.
Und das alles, bitte festhalten, um sagenhafte 399 Euro. Der Wok wird später in den Verkauf kommen, kostet alleine dann 540 Euro. Also hier schnell buchen und zuschlagen. Das ist das kleine Set. Und dann gibt es auch noch ein großes Set, das besteht ebenfalls aus dem Wok 32 cm, aus dem Asia Gewürzset, aus dem Santoku Messer Big, dem Audio Diam Smart und zusätzlich den Navigenio Smart dazu. Und jetzt bitte wirklich festhalten, Gesamtsetpreis in diesen zwei Wochen 799 Euro. Also das ist eine gewaltige Preisersparnis, da kann ich euch nur empfehlen, jetzt zuzuschlagen. Wie kommt ihr dazu? Bestellbar ist es online im Internet und offline bei eurem Berater und wegen der Corona-Beschränkungen auch telefonische Bestellung möglich. Wenn ihr online bestellt, bitte im Bestellformular, soweit ihr das wisst, euren Berater, eure Beraterin angeben. Diese Aktion gilt innerhalb Österreichs vom 22.11. bis 6. Dezember. Wir freuen uns schon auf euch. Na, zu viel versprochen, was sagt ihr zu diesen Angeboten? Die sind wirklich sagenhaft. Und wie ich es im Video jetzt gerade gesagt habe, offline zu bestellen bei eurem Berater, online im Internet zu bestellen. Und die Aktion gilt in ganz Österreich. Die Aktion ist auch möglich für telefonische Bestellung. Also ran an die Telefone, ab morgen Montag gilt diese Aktion. 22.11. bis 6. Dezember. Zweite Speise, die wir zubereiten werden, auch im Wok. Den habe ich inzwischen jetzt eingeschaltet auf kleiner Stufe, damit mir das Öl gleich einmal heiß wird. Wir machen Wantan, also gebackene Teigtaschen. Dazu habe ich hier einmal für den Dip Marillenkonfitüre, ungefähr 80 Gramm. Die kommen da in eine Rührschüssel rein. Und den Rest von den Zutaten bereite ich mir jetzt mit dem Quick Cut zu. Das heißt, ich nehme, das ist eine scharfe, eine feurige Soße. Ich nehme dazu einen Zwiebel, man kann auch eine Schalotte nehmen, eine Knoblauchzehe. Kleinere das Ganze einmal mit dem AMC Quick Cut, Vorsicht. Je öfter man zieht, desto feiner wird das Ganze. Gebe jetzt etwas Tomatenmark dazu. So. Würze das Ganze mit dem neuen Gewürz, mit dem AMC Red Delight. Die genauen Inhaltsstoffe zeigen wir euch gleich dann im Anschluss. In Beiträgen wird auch in den nächsten zwei Wochen öfter beworben werden. Ich kann es euch auch kurz vorlesen, was da drauf steht. Da haben wir unter anderem drinnen Chili, da ist drinnen Pfeffer, also ganz, ganz viele verschiedene Gewürze. Himbeere zum Beispiel, Kreuzkümmel, Kardamom, Zimt, Kurkuma, Chili wie gesagt, Holunderbeeren, also sehr fruchtig. Im Wok haben wir die richtige Temperatur erreicht, den schalte ich inzwischen aus. Ich habe da drinnen übrigens einen 3/4 Liter Öl in etwa. Das lasse ich jetzt hier einfach am Navigenio stehen. Und wenn ich dann soweit bin, beginne ich mit dem Frittiervorgang. So, unsere Paste, da kommt noch ein bisschen Sojasauce dazu. Im Rezept stehen auch Löffelangaben. Wer mich kennt, weiß, ich habe es nicht so genau mit diesen Mengenangaben. So, das Ganze ist durchgemixt. Gebe ich jetzt hier in die Schüssel mit der Konfitüre dazu. Und das gibt uns dann eben einen kräftigen, würzigen, scharfen Dip zu unserem Fleischgericht dazu. So, dann ordentlich durchrühren noch. Und auch das kann ich jetzt in der Zwischenzeit auf die Seite stellen. Dann brauchen wir jetzt noch die Fülle für die Wantan-Taschen. Da kann ich jetzt den Quick Cut ohne weiteres weiterverwenden. Ist nichts drin, das nicht reingehört. Ich habe hier 100 Gramm Faschiertes. Im Originalrezept ist jetzt drinnen relativ viel Gemüse, Karotten, Sellerie, kann man alles dazugeben. Ich mache es jetzt einmal auf die fleischige Art und Weise. Das heißt, auch hier gebe ich jetzt einen halben Zwiebel dazu. Habe hier noch eine Schalotte und für die Bindung des Ganzen ein Ei. Das brauchen wir dann aber später auch noch zum Bestreichen für die Teigtaschen. Zeige ich euch dann. Also die Fülle für die Taschen ist so jetzt schon fertig. Und ihr seht es, der Quick Cut hat wirklich Power. So, ordentlich durchgeknetet. Wir haben jetzt hier Gefülle für die Wantan-Taschen. Ich gebe jetzt auch noch ein bisschen Gewürz dazu, und zwar Umami, also unser neues Gewürz. Ich sag, da gibt es eigentlich keine klaren Regeln. Gewürze kann man ja verwenden, je nach Lust und Laune, je nach Geschmack. Das ist ja jedermann überlassen, wie er es gerne hätte. Das Messer, das ihr hier seht, ist ein AMC Santoku Messer Big.
Zu dem komme ich dann gleich. Ihr seht da schon etwas stehen auf der Seite. Das ist nämlich eine weitere Aktion, die wir jetzt zurzeit anbieten. So, ich knete das jetzt einmal hier von Hand noch ein wenig durch. Das werden wir euch dann auch gleich vorstellen. Die AMC-Messer sind ja bei vielen unserer Stammkunden sehr geschätzt und sehr beliebt. Aber natürlich auch für die, die es noch nicht kennen, herzlich willkommen. In den nächsten 2 Wochen lohnt es sich wirklich, da zuzuschlagen. So, hier habe ich jetzt die Wantan-Teigblätter. Geht auch mit Blätterteig, also mit allem, was man jetzt einfach im Handel so zu kaufen kriegt. Da müsst ihr jetzt nicht für ein Experiment, für einen einmaligen Versuch gleich euch in Unkosten stürzen. Ich koche in der Winterszeit ja öfters asiatisch. Und wenn es gerade einmal keinen Bok Choy gibt, dann tut es ja ohne weiteres auch was anderes. So, zuschneiden. Machen wir jetzt da 2 Teigtaschen draus. Wie wir die jetzt belegen, zeige ich euch gleich. In der Zwischenzeit gibt es jetzt noch einmal eine Einspielung. Wir zeigen euch jetzt die 3. Aktion, die es jetzt in der Black Week gibt. Das ist unser AMC Messerset. Also Film ab, lasst es euch einmal genießen und auf der Zunge zergehen, vor allem den Preis dazu. Und das ist sie, die Top-Messer-Aktion des Jahres anlässlich der Black Week bei AMC. Das Angebot gilt vom 22. November bis zum 6. Dezember, also einschließlich 6. Dezember. Bestellbar offline, das heißt bei eurem Berater, bei eurer Beraterin und auch online via Internet. Die Bestellung beim Berater ist auch telefonisch möglich wegen der Corona-Beschränkungen. Das Messerset besteht aus dem 4-teiligen Messerset, großes Fleischmesser, Brotmesser, Sandoku-Messer und Universalmesser unverzahnt. Dazu den genialen Messerblock mit herausnehmbarem Inlet, den man auch reinigen und waschen kann, für alle Messer geeignet. Und der AMC Messerschärfer für Linkshänder und für Rechtshänder geeignet. Und der Preis für dieses gesamte Set in diesen 2 Wochen nur 299 Euro. Also rasch zuschlagen, bestellen und jetzt gleich euren Berater anrufen oder online registrieren und melden. Die Aktion gilt nur für kurze Zeit. Na, was sagt ihr? Zu viel versprochen? Ist das nicht ein Hammerangebot? Auch hier gilt wieder gültig in ganz Österreich, gültig ab morgen bis 6. Dezember. Bestellbar online, offline, telefonisch. Wir brauchen auch die Unterschrift jetzt wegen Corona nicht unbedingt. Geliefert wird, sobald bezahlt ist. Und eure Berater, eure Beraterin sind schon bereit, sitzen schon am Telefon und warten auf euch. So, wir machen jetzt hier die Teigtaschen fertig. Dazu gebe ich jetzt etwas von der Masse hier rein. Die Taschen habe ich versucht, jetzt möglichst quadratisch zuzuschneiden. Also fülle die jetzt hier und jetzt brauche ich noch etwas, damit der Rand dann besser hält, dann nehme ich etwas Wasser und ein Ei. Verquirle das Ganze vorsichtig. Ihr habt es gesehen, funktioniert wieder mal sehr gut beim Herrn Mischitz. So. Bepinsle jetzt hier die Ränder von der Teigtasche. Und auch von der zweiten. Klappe das Ganze jetzt als Dreieck zusammen. So, einmal, zweimal, noch ein bisschen bepinselt. Ich lasse das jetzt noch ein kurzes Weilchen einziehen hier, damit das Ganze auch sich wirklich verfestigt, und in der Zwischenzeit können wir jetzt schon die erste Speise in den Wok reingeben. Ihr könnt mir folgen. So, der Wok hat bereits die richtige Temperatur, ist also bereits hier am Anbratfenster. Und ich habe vorhin gesagt, ich habe hier die Masse vorbereitet, den Teig. Der ist dann mittlerweile etwas dick geworden, da gebe ich jetzt noch ein ganz bisschen Wasser dazu, damit er etwas flüssiger wird. So. Das war, wie gesagt, Kichererbsen, Mehl, Backpulver, Wasser und Gewürze. Und da drinnen werde ich jetzt einmal ein paar Röschen ordentlich mit Teig benetzen. Und dann kommen die ganz einfach hier in den Wok rein. Also so, wie wir sie ansonsten auch kennen, mit Bierteig, mit allen möglichen Teigen. So, dass die
ordentlich an der Oberfläche bedeckt sind. Bereits geschafft. Und ich mache das jetzt einmal von Hand, gebe jetzt die ersten hier in den Wok rein. Es blubbert bereits und die werden jetzt hier drinnen goldbraun frittiert. So. Ihr seht, durch die bombierte Form von Wok brauchen wir hier auch nicht besonders viel Öl. Also viel, viel sparsamer, als es in einem herkömmlichen Topf zu machen wäre. Nur einen Moment bitte. Ich bin halt ohne Kamerafrau, darum ist das Ganze für mich ein bisschen aufwendiger. Und ich habe jetzt hier auch die Teigtaschen. Die kommen jetzt ebenfalls in den Wok rein. Das mache ich jetzt aber nicht mehr mit den Fingern. Und auch die werden jetzt hier drinnen goldgelb herausgebacken. Also noch einmal zu den Aktionen zurückzukommen. Wenn ihr es beim Berater bestellen wollt und ihr wisst, wie euer Berater heißt, dann schreibt den Namen bitte auch mit drauf. Wenn ihr den Namen nicht wisst, könnt ihr das trotzdem online bestellen. Also wie gesagt, Messerset 299 Euro, das Wok 32 cm Set 399 Euro mit Sandoku-Messer, mit Gewürzen und mit dem Audiotherm und das große Set mitsamt dem Navigenio um 799 Euro. Das ist wirklich ein super Preis. Ich kann jetzt hier auch den Deckel draufgeben bei der ersten Seite beim Frittieren, gebe mir auch den Audiotherm drauf und kann ihn mir zur Kontrolle hier draufgeben. Wie das genau funktioniert, da gibt es viele, viele Videos, auch auf YouTube. Da laden wir euch herzlich ein. Aber wie es genau funktioniert, auch wenn man ihn kauft, nach Corona oder wann auch immer, der Berater, die Beraterin kommt natürlich auch zu euch, auch wenn ihr es online bestellt. Das ist überhaupt keine Frage. Das ist bei uns selbstverständlich immer Teil von der Leistung. So, wir lassen das jetzt kurz rauspacken. Ich richte mir inzwischen hier mal schon die Dips an. Ich habe jetzt, wie gesagt, zum einen einmal die Soße, die wir vorher mit dem Joghurt gemacht haben und mit der Sesampaste und Limettensaft als Dip. Das ist dann die Beilage Nummer uno. Ich habe den zweiten Dip auch bereits vorbereitet vorhin mit euch. Das ist diese süß-scharfe Soße für das Gericht mit den gebackenen Teigtaschen. Nummer 2. Und hier werden wir dann gleich ein bisschen Platz machen, damit wir das Ganze dann auch noch schön servieren und anrichten können. So, die Teigtaschen backen schon. Schaut schon gut aus. Ein bisschen lassen wir es noch braun werden. Ich möchte noch mal kurz zu den Messern zurückkommen. Warum sind die AMC-Messer auch so toll und so gut geeignet? Erstens einmal, die Messer haben links und rechts den gleichen Schneidenwinkel. Das heißt, auch ein Linkshänder kann mit diesen Messern ganz optimal und toll schneiden. Und gerade das Sandoku-Messer zum Beispiel hat ja hier hinten viele Einbuchtungen. Das heißt, die Schneidkante ist vorne dicker, hinten wieder dünner. Darum wird kein Schneidgut mitgeschoben. Es ist auch ein Schärfer beim Set dabei, damit man es auch im Alltag scharf halten kann. Und das Tolle bei diesem Messerblock, ihr seht es auch hier, man kann egal welches Messer man will reinstecken, ich kann auch meinen Kochlöffel reinstecken und man kann diesen ganzen Innenteil auch rausnehmen, reinigen zum Beispiel im Geschirrspüler, wieder reinstecken und der Block ist wieder für lange Zeit sauber. So, ich wende jetzt einmal die Taschen. Zumindest versuche ich es. Aber das sieht gut aus. Der Teig hat jetzt durch das Kichererbsenmehl natürlich nicht dieselbe Farbe, wie man sonst eigentlich das beim Panieren und Backen gewohnt ist. Also es ist ein eher gräulicher Ton, der jetzt auch durch das Kunstlicht hier noch unterstrichen wird. Und ich wende jetzt auch die Teigtasche. So, das Ganze lassen wir jetzt noch ein paar Minuten blubbern und braten. In der Zwischenzeit zeigen wir euch noch einmal ein paar kurze Clips zu den Aktionen. Und wenn ich dann hier fertig bin mit dem Backen, dann servieren wir das Ganze schön und ich bin wieder bei euch. Ich nehme jetzt übrigens den Visiotherm ab bei der zweiten Seite, damit überschüssige Feuchtigkeit hier entweichen kann. Also schaut euch die Videos an, ich bin gleich wieder da. Thank you.
Also die Aktionen, lasst euch die auf der Zunge zergehen. Ich bin inzwischen ja auch fertig. Lasse jetzt meine frittierten Wantan-Taschen und die Pakora noch auf etwas Papier hier abtropfen, damit ich das Öl wegbekomme. Ich habe in der Zwischenzeit in den 3 Minuten auch etwas sauber gemacht schon in der Küche, damit ich euch auch die Speisen jetzt noch halbwegs ordentlich präsentieren kann. Das riecht gut. Ich freue mich auch schon richtig drauf. So, das lassen wir jetzt einmal hier abtropfen. Schließe den Wok und gebe den ein bisschen auf die Seite, damit ich hier Platz zum Servieren bekomme. Hier war unser Dip für die Pandora. Joghurt, Limette, Sesampaste, Gewürze. Dann habe ich hier unsere süß-scharfe Soße für die Wantan-Taschen. Und die können wir jetzt auch schon auf den Teller anrichten. Das heißt, zum einen einmal hier, hoppala, knusprige Wantan-Taschen mit Fleisch gefüllt, würzig zubereitet, mit einer Dipsoße als Begleitung. Ich zeige es euch auch einmal noch groß in die Kamera. Schaut gut aus und werde ich mir jetzt auch schmecken lassen. Und die zweite Speise, hier haben wir unsere gebackenen Brokkoli und Kaffeeol, wie es in Österreich heißt, und dazu unsere Dipsoße. Die Stars des heutigen Abends sind also allerdings unser neuer kleiner Wok, unser 32 cm Wok. Ich zeige ihn euch hier noch einmal. Und der Stars sind vor allem jetzt die nächsten 2 Wochen die Black Week Angebote, sowohl für den kleinen Wok als auch für das Messerset. Also drum ran an die Telefone, wir freuen uns auf euch. 22.11. bis 6. Dezember in ganz Österreich, online und offline. Und ich lasse es mir jetzt schmecken und wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht es gut.